Sodele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen chilligen, ruhigen, spannenden Folge mit den Söhnen des Waldes hier. Calvin sitzt da am Dreck und denkt über den Sinn des Lebens nach. Wir tun mal ein bisschen trinken hier, wenn wir was hätten. Okay, das heißt, wir können direkt unseren nicht vorhandenen Energy Drink trinken. Doch, hier, sehr gut. Zack, her damit. Weg damit. So, ist das Ding gegrillt? Nein, das ist roh. Dann tun wir das jetzt als erstes mal braten. Essen was? Und dann gehen wir heute mal ein bisschen diese rosa Punkte, die wir da haben, erkunden. Ich könnte nämlich für wetten, dass es da wieder wichtige, wichtige Sachen gibt, die ich übersehen habe, beziehungsweise die wir nicht haben, weil ich wieder einfach dran vorbeigerannt bin, statt sie zu erkunden, ne? Guck mal, da oben, da leuchtet ja auch noch was blau. So, und dann will ich mal, ja, da irgendwo hin. Ah, geht noch näher ran. Da oben so. Hier einfach so den Fluss entlang, da oben hin, das wird schon werden. Gucken wir mal. Mehr wie die Verrückten treffen können wir ja wieder nicht. Und wir müssen noch Seile machen. Ich muss gucken, wie man Seile macht. Calvin, du weißt schon, dass das heiß ist, ne? Mein Essen trampelt doch nicht drin rum. Geht's noch? Du sollst Stöcke holen. So, gib her. Essen, danke. Nam, 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 nam. So, was wir nämlich nicht haben, sind Seile. Wir brauchen Seile. Aber wir könnten gucken, ob da hinten was respawned ist. Das wäre gut. So, ich hoffe mal, ich will immer noch wissen, was da qualmt. Ich hoffe mal, der sammelt jetzt noch ein paar, Seil, dankeschön. Seil, Seil, jawohl, siehst du, hier tut alles immer respawnen. Wie schnell respawnt das Zeug? Das würde mich mal interessieren. Also, dann werden wir nicht verdursten, wir werden nicht verhungern. Wie viele Knochen haben wir? Lass mal gucken. Gar keine. Wie viele Seile haben wir? 3 Stück, ne? Ja, das heißt, 3x4 sind 12 Knochen, die wir brauchen. Dann machen wir uns noch 3x Knochenrüstung und dann geht's da in den Wald, da hinten irgendwo, wo ich gerade gezeigt habe. So, Knochen nehmen, wie viel kann ich? 12 Stück wäre bis 37, ne? So. Eins, zwei, drei, vier. Kombinieren. Jawohl. Weil wir wollen ja coole Knochenrüstung haben, ne? So, tragen. Jep, wie viel sind hier? Einer. Zwei, drei, vier. Eins und eins. Herstellen. Tada! Ach, ist das gut. So, die tragen wir auch. Man sieht das unten rechts, ne? Da geht dann die Rüstung hoch. So. Und so, wie viel haben wir hier? Hier sollte passen. Jawohl. 1, 2, 3. Aber schon viermal. Viermal Rüstung. Du sollst nicht faul hier rumstehen. Du sollst jetzt. Wir können direkt mal ausprobieren, ob das hier klappt. Bleib hier. Baue, hol, Stöcke, nein, Stämme und Behälter füllen. Los. Beweg dich. Und zwar schnell. Und ich muss gucken, ob das wieder richtig ist hier oder ob das wieder groß, klein, schmeiß mich weg ist. Nein, ist es nicht. Super. Ich hoffe, der macht was. Ich tippe aber mal eher auf nein. So, wir gehen am Strand entlang und dann da den Fluss hoch. Dann können wir nämlich mal schauen, was da so los ist. Ich glaube, da sind wir auch hergekommen, ne? Oder sind wir hier einfach... Nee, wir sind hier gestrandet. Wir waren noch nirgendwo, ne? That's the problem. Wir wissen jetzt, einmal K.O. gehauen werden dürfen wir. Das geht, ja. Da will ich jetzt noch nicht rein. Aber ein zweites Mal bitte nicht sterben. Weil dann ist finito, ne? So, ich sage, ich muss gucken, ob man unbedingt gucken, wo man das endgültige Sterben an- und ausmacht. 11 Uhr schon wieder. Boah, geht die Zeit schnell rum. Das ist krass. Der erste Kommentar heute kommt von Philipp Gaming, der schreibt, coole Folge. Dankeschön, dass es dir gefällt. Freut mich. So, und ich hoffe, er arbeitet da, aber der rennt uns jetzt wahrscheinlich wieder hinterher. Wetten wir? Er arbeitet nicht, der rennt uns wieder hinterher und guckt, was wir machen. Ich will da hoch und da zu den Punkten und... Oh, wahrscheinlich kriegen wir da eh noch nichts hin. Die Höhlen werden uns da auch angezeigt. Ich schätze mal, das sind die Höhlen, die wichtig sind, wo du auf jeden Fall rein musst, wo die wichtigen Sachen sind. Wir müssen nur noch mal gucken, in welche Richtung. Das wird ein ganz schöner Gewaltmarsch, Leute. Das wird ein Gewaltmarsch. Stärke auf 6. Okay. Das sieht so schön aus hier, ne? Das sieht so schön aus. Mir gefällt das mega.
So, mal gucken. Welche Vögel jetzt wieder hier im Wald rumhüpfen. Guck, hier ist auch schon so ein Pfad von denen, wo sie mal langlaufen. Da hängen wieder welche. Igitt. Igitt. So, kurz. Virginia! Was machst du denn hier? Hallo? Na? Ich glaube, die hat Angst vor uns. Wie geht's dir? Meine Gute. Ja, sie haut ab. Lassen wir sie in Ruhe. Was ist da für ein X? Warum ist hier ein blaues X? Hä? Muss ich das verstehen? Ist das neu? Was ist hier los? Warum ist da ein blaues X? Habe ich da irgendwas verpasst? Ist da was Wichtiges? Habe ich das markiert? Ich habe keine Ahnung. Zeigt es dir eine gute Stelle an, wo du eine Basis bauen kannst? Nö, hier ist gar nichts. Ein Weg ist hier, ja, mitten auf dem Weg von den Hottentotten da. Guck mal, da unten ist Platz. Und da ist ein Hase. Hm. Okay. Da ist ein Teich. Hier ist ein Teich. Guck mal. Schick. Und da unten ist voll die Wiese, ne? Das ist voll die Ebene, wo man bauen könnte. Lassen wir jetzt aber. Ich gehe wieder hoch. So. Dop, 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 dop. Ja, es sind überall Wege von den Fuzzis. Danke, wir lassen die besser in Ruhe. Ruhe, Eichhörnchen. Waschbären! LOL! Die sind neu, die kenne ich nicht. Erschreckt mich doch nicht so. Wollen wir uns eine Trappermütze machen? Ich lasse sie mal in Ruhe, ja. Ich will den armen Waschbären nichts tun. Ich will jetzt mal die lila Punkte da erkunden. Alter, hier hängt überall Zeugs in den Wäldern. Wir haben doch hier wieder irgendwo ein Dorf. Wetten wir? Wetten wir? Eieieiei. Wege sind natürlich weit, ne? Die sind sehr weit da hoch. Aber hey. So. Gucken wir mal. Der nächste Kommentar kommt vom lieben Mr. BSE. Der schreibt, Moin Moin Ede, schönes Video. Finde das Spiel echt interessant. Ich glaube, ich habe irgendwo das erste Video gesehen. Ach ja, das Bauen kannst du gerne schneiden oder mit Timelapse einbauen. Wegen der weiten Wege etc. Wirkt es etwas ermüdend zuzusehen. Am Anfang alles... Ups. Am Anfang alles zeigen und erklären ist cool, aber dann die ganzen Sammelaktionen werden irgendwann wirklich etwas langweilig. Wie bei... Ist da wer? Nein. Wie bei allen Survival Games. Freue mich, okay, auf dein nächstes Video und dein Helfer ist echt ein bisschen Banane. Vielleicht braucht er Puffin-Marmelade. Das reimt sich sogar. Geil. Aber ich glaube, bei dem hilft auch keine Puffin-Marmelade. Da ist einfach im Oberstübchen ein bisschen was, ja, nicht ganz richtig. Und ja auch, guck mal, hier ist auch schön flach. Oh nein, da sind die. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich habe mal hier hinten gebaut, ne? In der ersten Staffel hatten wir hier gebaut, ne? Da hatten wir das hier alles abgeholzt, meine ich. Oh Gott. Gehen wir mal hier zum See. Ich höre da doch schon wen laufen. Ich weiß, dass ihr da seid. Vergesst es. So, da vorne ist der See hier, ne? Genau. Guck, hier ist auch alles flach. Richtig. Hier am See. Hier hatten wir unsere Base gebaut, ne? Jo, hier hatten wir die Base gebaut. Wenn ich mich noch recht erinnere, steht da oben im Wald ein kaputter Hubschrauber, den wir looten können. Hallo Rehe! Hier hatten wir alles voll gebaut. Es ist voll schön. Oh, guck mal, da ist er wieder. Hampelmann Klaus. Mach dir den Gar aus. Ruhe. So, noch einer. Ist halt blöd, weil die hier immer lang latschen, ne? Dann sind die immer durch unser Dorf gelatscht. So. Ah, das hier sind die großen Steine, ne? Jo, mit denen kannst du bauen. Sehr gut. Weiß weg. Guck, da oben ist der Hubschrauber, ja. App. So. Heißt ja auch nicht, dass das unsere einzigste ist. Wir können ja auch noch
Außenposten bauen. Und wenn wir die, die Seilpistole haben, dann ist sowieso alles besser. Okay, weil dann können wir ohne Probleme hier befestigen. Dann haben wir eine Seilrutsche, an denen wir die Baumstämme durch die Gegend schießen können, dass das schneller geht. C4, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Die sind nicht mehr taufrisch, die Jungs. Was hier drin? Hallo? Na, wie geht's dir? Ich muss mal da hinten hin, ich habe keine Zeit. Lass dich in Ruhe. Weil wir haben schon 13 Uhr. Ich fürchte, wir müssen in der Nacht hier rumlaufen. Haben wir es getroffen? Ich weiß nicht. Ah ja, es kann einfach durch Steine laufen. Okay, jetzt wird mir da oben wieder was angezeigt. Was denn? Interessant. Okay, hier ist ein Weg. Dann laufen die hier hoch, ne? Und da hinten lang. Und oh Gott, ey. Alles voll. Alles voll hier. So, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir zwischendurch mal einen, ein, in Anführungsstrichen, Live-Let's Play machen sollen als Stream. Dass wir mal, keine Ahnung, 2-3 Stündchen eine Folge hier streamen. Bin da halt immer zwiegespalten, ne? Folgen sind cool, ja? Weil dann können auch die Leute schauen in Ruhe, die halt an der Zeit, wo man streamt, keine Zeit haben. Weswegen auch immer, ne? Da gibt es ja jede Menge Gründe. Aber Streams sind auch geil wegen der Interaktion. So, das macht mega Spaß. Jetzt gehe ich mal zu dem orangen Punkt da. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind, wo wir hin müssen. Sag ja, wie bei der Bundeswehr. Ich trage komische Gewänder und irre ziellos umher. So. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich schiebe das mal gerade hier hoch. Da muss ich auf mehr Anzeigen drücken. Sind wieder einige lange Kommentare heute hier. Da hätten wir den Klaus, der schreibt, Moin, moin, liebe Edel. Also das mit dem Möwenkopf war der Brüller. Wir haben uns hier schlapp gelacht. Das schreit nach einem Edel-Meme. Hat einer der Edelnauten Ahnung von sowas? Genau das bist halt du und genau das macht deine Folgen so besonders. Es ist immer wieder eine Freude, dir zuzusehen. Vielen Dank für die lustige Folge und deine investierte Zeit und Mühe. Liebe Grüße an dich und alle Edelnauten von uns dreien. Gruß zurück, lieber Klaus. Gruß zurück. Freut mich, dass ihr euch schlapp gelacht habt und dass es euch gut geht. Bären gibt's ja aber nicht, oder? So, was ist denn da unten? Abhang ist hier, sonst nix. Ein Baumstumpf. Sieht auch voll schön aus hier. Voll schön aus hier. Da oben ist irgendwas, ne? Hier waren wir doch. Hier sind wir runtergekommen für den anderen. Da unten ist das Dingens, ne? Kann man die auch essen hier? Offensichtlich nicht. So, lassen wir das mal. Jetzt gehen wir mal zu dem blauen Ding da, was da... Nebel. Ja. Irgendwo hinten muss das sein. Miep, miep. Hallo, mein kleines Häslein. Oh, lalalala. Na, immerhin passiert hier was, ne? Nämlich nix. So, hier muss doch irgendwas sein. Der zeigt dir ja was an hier. Aber was? Das ist die Frage. Wasser hier? Hm. Ich frage mich halt, was er dir hier anzeigt, ne? So, noch ein Stück weiter da oben. Oh, hier müsste das sein. Höhleneingang, okay. Da muss ich rein. Nein, vergiss es. Da gehe ich jetzt nicht rein. So, dann lass mal da hinten gucken. Gehen wir mal zum orangen Ding. Jetzt in keine Höhle rein. No chance. Bin froh, dass ich 4 Rüstung habe. Guck mal, da wird schon wieder sowas angezeigt. Siehst du das? Guck mal, da blau und... Gehen wir uns die beiden mal angucken. Sag ja, wir irren hier wieder ziellos umher. Aber irgendwie müssen wir hier hochkommen. Frage ist, wo und wie? Ist relativ ruhig hier. Keine Verrückten, nix. Aber die brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Ah, guck mal da. Was steht denn da rum? Ein Golfkart. Was macht das denn hier? Sag mir nicht, ich kann damit fahren. Haha! Wir können Golfkart fahren. Lül. Das ist aber neu. Das ging vorher nicht. Ob das so gut ist? Genau. Erstmal das Eichhörnchen überfahren, ne? Gut gemacht, Ehe. Ach du Grüne. Ja. Perfekt. Wie geht's um Aussteigen? Oh Gott, ob das gut ist für mich? Wolfwagen-Batterie gesammelt. Alter, wo geht's denn da runter? Kann ich das mitnehmen? Ich glaube, ich bleib zu Fuß, ja. Das, wir wissen jetzt, wo es ist. Das endet nur im Chaos, wenn ich mit dem Ding durch den Wald bretter. Zu Fuß ist gesünder für mich. So, was haben wir hier? Hier ist auch irgendwas. Und wieder eine Höhle, ne? Jo. Was haben wir denn hier? Links vergrößern. Puffton refuses to acknowledge what this place is, not even counting what my team has been finding on the other side of the island. Surveyors going missing, our workers turning up dead. If you won't deal with the situation, I will Jian Yu oder so. Keine Ahnung. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Was hast du da? GPS-Peilsendergerät. Aha, sehr gut. Den können wir schon Virginia geben dann später. Das ist eine große Höhle, die ist offen. So, war das jetzt da hinten oder war das hier? Da oben im Wasser ist noch was. Eieiei, so. Gehen wir mal hoch zu der Höhle. Ich glaube, da oben die Höhle, das war die mit, das war die mit dem... Das blöde Reh. Das war die, wo wir die Zwille gefunden haben am Anfang, wo wir direkt gestorben sind. Weil ich eine große Klappe hatte. Schauen wir mal. Ach, ihr Rehe. Was ist los? Oh ne. Das ist ein Lager von denen. Oh, hallo. Da bist du ja schon. Ich habe einen Baum vorm Kopf. Ja, kletter du da hoch. Ist mir egal. Nerv nicht. Ich lass die mal in Ruhe, ne? Wir werden uns ja sowieso hinterher rennen. Aber es wird langsam dunkel. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Oh Gott, ey. So. Hier schon wieder eine Höhle. Irgendwo im Nirgendwo, ne? Irgendwie sieht das alles ganz anders aus, als ich das in Erinnerung habe. Ist da hinten. Da ist schon wieder ein Dorf von denen. Da rennt wieder einer rum. Aber wenigstens geht die Ausdauer schnell voll hier. Geh weg. Waren die Giftigen? Aber das ist doch der Fluss hier. Er zeigt mir hier eine Höhle an. Hallo, ich will hier... Zabada! Hier oben muss die irgendwo sein, ne? Sind wir hier runtergekommen? Ich glaube, hier waren wir, ne? Genau. Diese Richtung da hinten irgendwo oder da? Oh Gott. So, du merkst es. Ich eier hier kreuz und quer in der Gegend rum. Na, guck mal, Calvin kommt uns auch hinterher, wie man sieht. An dem Kader. Die Pfeife. Da hinten an der Höhle waren wir noch nicht. Ich finde hier halt gar nichts, ey. Wo war was? Da ist eine Höhle. Ach ja. Laufen wir einfach mal den Weg entlang hier. Ich sag der Weg. Hallo. Na, mein Kleiner? Erkunden wir die Insel. Ich glaube, so eine Plane haben wir dabei, ne? Oder? Ja, Planen haben wir dabei. Oben, das ist gut. Perfekt. Da ist denen ihr Dorf. Guck, da sind sie. Die lassen wir besser in Ruhe. Könnten wir ganz frech auf der anderen Seite noch eine Hütte bauen.
Der See sieht auch schön aus. Guck mal, da sind sogar Fische drin. Hallo? Hey. Eine schöne Rüstung hier. Lass das. Kommt da noch einer? Nein. Es wird langsam dunkel. Ach, du bist das. Hallo. Hüpft der vor dir da wie so ein Laubfrosch rum, ey. Das ist meine Rüstung. Hier weg. Nur Bekloppte hier, ey. Nur Bekloppte. Ah, guck mal. Tasche. Die nehme ich natürlich mit. Der Rest ist mir egal. Eieiei. Aber hier gibt es auch große Steine. Hier gibt es auch große Steine. Wir laufen irgendwie im Kreis. Kann das sein? Sind wir wieder an diesem See hier. Sieht auch voll schön aus. Es gibt so viele schöne Plätze hier. So viele schöne Plätze. Ah. Der Nebel und alles, ey. Voll geil. Voll geil. Das sieht voll mega aus hier. Könnten ja auch hier am See was bauen. Wenn wir das einfach im Winter mitten auf dem See bauen, das geht ja. Im Winter kann man da lustigerweise drauf bauen. Das bleibt auch stehen im Frühjahr, wenn alles schmilzt. Nur jetzt kannst du halt nicht drauf bauen. Hier sieht es noch besser aus. Genau, hier haben wir einen Wasserfall. Da wird es dunkel. Ach Leute, irgendwie... Hallo Fisch. Irgendwie bin ich unfähig, was zu finden hier. Was wird mir da wieder angezeigt? Da unten was. Hier ist das dichte Fichtendickicht. Was sind die Idioten schon wieder? Waschbären. Oh Mann. Wenigstens geht die Ausdauer schnell voll. Das ist schon mal gut. Da ist doch schon wieder einer. Hallo! Schreie nicht so rum. Weißt du? Die geht hier durch. Ich bleib an der Kante hängen. Hm. Na, guck mal, ein Lager. Übrigens mal ein kleines Lager gefunden hier. Dankeschön. Steine. Steine brauche ich nicht. Dankeschön. Klebeband, Klebeband. Ist ja allerhand. Die hier können wir auch kaputt machen, ne? Jo, dann kriegen wir nämlich die Elektroteile raus. So, sonst noch was hier? Nö. Wer macht denn hier bitte so ein Lager hin, ey? Am Arsch. Ich habe keinen Bock drauf. Irgendwo, nirgendwo. Ach, da waren sie dann vermessen. Müssen da runter, ne? Wir müssen da runter. Kelvin eiert auch irgendwo hier rum. Das ist so geil, dass der dir immer hinterher rennt, weißt du? Wir sagen ihm, er soll Bäume fällen und das Lager voll machen. Und er, was macht er? Hier war wieder die Höhle, ne? Und er rennt dir einfach hinterher, mitten im Wald. Das ist wieder so, ach. Das war ein Hase. Ne, hier steht noch eins, okay. Golfwagenbatterie gesammelt. Aha. Interessant. Überall die Golfwagen. Stein. Oh, ich suche was Bestimmtes, aber ich finde es einfach nicht, ey. Weil ich halt der absolute Beppo bin, was Orientierung hier angeht. Es muss irgendwo an so einem See sein, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da oben sind die ganzen Seen. Bei uns hier ist nix. Ich weiß ja noch nicht mal mehr, wo unseres ist, ja. Ich glaube, wir waren da hinten, ne? Genau, da hinten waren wir, nicht hier. Wir sind hier sowieso vollkommen verkehrt.
So, ich weiß, was wir machen. Guck mal, es wird dunkel. Das ist nicht gut. Gehen jetzt mal da hinten hin. Zu der Insel. Zu dem See. Wo wir in der ersten Staffel unser Haus hatten. Und da werden wir mal ein Nachtlager aufschlagen, weil jetzt gleich wird es eh dunkel. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Das können wir dann machen, wenn wir wach sind. Da gehen wir aber auf die Insel, weil die Fuzzis, glaube ich, nicht schwimmen. So, komm, Ausdauer, schnell, wir müssen da hin. So. Mann, 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 Mann. Ist ja schlimm hier. Och nö, halt die Klappe, geh weg. Lass mich in Ruhe. So, das muss der gewesen sein hier. Schon ganz schön spät, du. 17:28. Hallo, Rehe. Müssten jetzt irgendwo hier ankommen, ey. Hier hoch, ne? Genau. Hier hoch. Kurz Ausdauer wieder. Steht da noch ein Golfkart? Nein, ist ein Reh. Ich meine, die Rehe sind auch neu. Die kenne ich auch nicht, wirklich. So, hier müsste jetzt irgendwo laut der Anzeige wieder der See kommen. Und da hüpfen sie schon wieder rum, die Laubfrösche. Verzieh dich! Lass mich in Ruhe, ich hab dich gesehen. Was für Pfeifen, ey. Ja, hier kommt der See. Sehr gut. Sehr gut. Guck, da ist noch einer. Ich hab dich gesehen, du hast dich aufgebaut da. Die verstecken sich nicht mehr, die Säcke. Die verstecken sich immer, die Säcke. So, jetzt müssen wir hier lang. Da. Lass mich hoch. So. Da auf die Insel will ich. Da schwimme ich jetzt einfach hin. Hier war ein bisschen Ausdauer. Dann bauen wir uns da gerade so ein Minilager hin. Eine Ente. Geil. Dass wir wenigstens die Nacht über schlafen können. Ich habe keine Lust im Dunkeln hier rumzulaufen. Da hinten brennt es schon wieder, da könnten wir auch mal gucken gehen. Wie gesagt, die Verrückten da, die schwimmen nicht. Ja, gut, hier sind überall die großen Steine, mit denen du halt bauen kannst, ne? Das ist das Schöne. Okay, sehr makaber, aber Seile drin, dankeschön. Mhm, Stoff gesammelt, mehrere Anleitungen, okay. Nee, ich will erstmal, warte, wie mache ich das? Ausrüsten, hier hinlegen, zack. Jetzt brauche ich einen Stock, den haben wir wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nö, warum auch? Dann machen wir weg hier. So, wo sind die Stöcke? Mit E sammeln, ich Experte. Nein, weg damit. So, liegt ein Stein drauf. Liegt ein Stein drauf, genau. Gib her. Jetzt müsstest du hier die Ecke machen können, ne? So. Richtig. Sieht voll toll aus. Wir speichern mal. Ja, bitte. Ja. So, und jetzt schlafen wir. Weil die schwimmen nicht. Das heißt, du hast hier drauf, hast du jetzt deine Ruhe. Jetzt wieder Tag. Jetzt können wir gerade was essen und trinken. Wir haben das tolle Mehl hier. Lecker. Weg damit. Trinken was. Die Penny schreibt, juhu, willkommen zurück auf der Verrückten, auf der Insel der Verrückten und auch der mysteriösen Insel. Wieder eine sehr gute und spannende Folge. Ich bin dafür, dass wir es gemütlich zusammen aufbauen. Das gehört zum Spiel auch dazu. Und ist alles andere als langweilig. Okay. Und, Sauzi schreibt, hallo Edel, ich freue mich, dir beim Spielen zuzuschauen. Die erste Folge war schon wieder super. Liebe Grüße. Gruß zurück und Dankeschön, dass es dir gefällt, Sauzi. So, jetzt aber raus hier. Da hinten ist das Feuer. Gehen wir da mal gucken. Da machen wir heute nichts außer rumlaufen. Weil wir müssen ja mal irgendwo was finden hier. Ich weiß auch, hier draußen liegt irgendwo in so einem Camp, wo Musik läuft, liegt noch eine Axt rum. Die hätte ich halt gern, aber glaubst du, ich finde dieses Camp? Ja, hier haben wir letztes Mal unsere... Halt die Klappe da hinten. Hier haben wir letztes Mal unsere Base gebaut. Das weiß ich noch.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Camp da hinten ist, ob das hier ist, ob das da ist. Ich habe keine Ahnung. Es nervt halt. Weil eigentlich müssten wir zu diesem lila Ida, ne? Da müssen wir wieder da hoch. Das ist wieder da oben an der Dingens. Da muss irgendwas sein. Das ist natürlich wieder ein Mordsweg. Furchtbar. Furchtbar. Da muss irgendwas sein, mit dem wir interagieren können. Weil sonst würde das da nicht angezeigt werden. Mann, 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 Mann. So, und jetzt guck dir das mal an. Ich mit dem Golfkart hier rumfahren, never ever. Bleib nur überall dran hängen, überschlage mich, mach Saltos oder was weiß ich, ne? Volker schreibt, Glück auf ihn und Edenauten. Kelvin war auch vorher nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wie du deine Folgen gestaltest, ist total supi. Vielen Dank für deine Mühe und Zeit. Immer gerne. Immer gerne. Und wie er vor dem Unfall war, wo er jetzt nichts mehr hört. Keine Ahnung. Wir haben ihn ja nur einmal kurz im Hubschrauber gesehen vorher. Ne? Wahrscheinlich hat er da schon Angry Birds gespielt, weißt du? Alle fliegen auf die Insel der Verrückten hier, bereiten sich gut vor. Waffen, Infos, hast du nicht gesehen? Und er sitzt da und spielt Angry Birds. So stelle ich mir das vor. Auch eine schöne Ebene hier. Oh, hier bist du ja wie auf dem Präsentierteller. Haben die das extra gemacht, damit du hier was baust? Hier gehen halt voll die Wege von den Verrückten durch, ne? Siehst du? Na komm, Ausdauer. Boah, wir müssen immer noch was trinken. Haben wir noch einen? Haben wir. Wir könnten auch einen Wodka trinken, ne? Ah, Gott sei Dank. So, trinken voll. Fällt hier. Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Wer ist hier? Ah, da ist noch mehr ein Leben da. Ich glaube, das ist das Camp, was ich meine. Haben wir es dann doch noch gefunden? Siehst du mal. C4 ist voll. Müssten wir noch auf Seite legen. Ah. Solar! Wieder. Was ist los? Warte, ich helfe dir. Jetzt da hinüber. Der Arme. So, machen wir mal Musik aus. Ja, hier. Das ist ein Rucksack. Toll, hier kann ich schlafen, weißt du? Kannst du mitnehmen. Oh! Dankeschön, was ist das? Guck, da ist nämlich die Axt. Genau die habe ich gemeint. Genau die habe ich gemeint. Ah, perfekt. So, was haben wir hier? Who is Jack Holt? What is he doing here? Puffton didn't have any friends. Ja echt, wer ist Jack Holt? Weiß der Geier. Keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass der Hals kratzt. Und jetzt können wir mal gucken. Der Speer, Schnelligkeit und Schaden, Jor, die Axt. Ja, ist nicht ganz so schnell, die macht aber gut Schaden. Ich glaube, die rüsten wir jetzt direkt aus. Haben wir. 1, 2... Machen wir auf die 1, machen wir jetzt noch den Speer. Und das hier ist super schnell, macht nicht ganz so viel Schaden. So. Der ist jetzt auf der 1, genau. 1 Speer, 2 Axt, perfekt. Sammeln wir das noch ein. Ja, sonst noch irgendwas hier. Haben wir eine schicke, schöne neue Axt. So muss das sein. Können wir noch ein paar Mollys machen. Dankeschön. Er ist da. Ah, es Feldrationen sind voll. Ich trage zu viel. Okay, wir müssen ein Regal bauen. Aber jetzt können wir gucken, was da oben ist. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir da gucken. Komme ich da überhaupt hoch? Es ist da oben irgendwo. Ah, siehst du, gut, dass ich noch hingelaufen bin, ey. Ich wusste, die ist da irgendwo, aber... Ständig laufe ich dran vorbei, ne? Sieht mir wieder nach einer Höhle aus oder sonstigem. Ne. Oder? Ach, da hängt wer. Okay. Gut,
Wie kriegen wir den da? Wie kriegen wir den da raus? Müssen wir einmal drum rumlaufen, gucken. So ist das, so ist das. Mal gucken. So. Meine Güte. Was eine Aktion hier. Was eine Aktion. Ihr lasst mich bloß in Ruhe hier. Ich muss den hier hochziehen. Alter, was liegt noch alles hier rum? Seile ohne Ende. Kann ich das kaputt machen hier? Kann ich. Und jetzt liegt er unten und ich muss wieder drumherum, weißt du? Oh oh, oh oh, oh oh. Fein gehabt. Ich finde Team B, 1 von 3. Wir haben eine Taschenlampe gefunden, Gott sei Dank. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Wir können mit einer Taschenlampe in die Höhle. Huhuhu. So, wie mache ich die denn aus, wenn ich fragen darf? So, dann könnten wir ja mal umdrehen. Dann machen wir die Taschenlampe hier. Machen wir die auf 1. Kann ich sogar mit was kombinieren. Batterien haben wir jede Menge für die. Das ist gut. Ja, dann laufe ich mal fix nach Hause. Und wir sehen uns sofort wieder. Ja, kleiner Unfall. Kleiner Auffahrunfall hier. Man sieht's. Ich schalte dich mal wieder mit dazu, ne? Wir haben hier wohl ein Lager. Ich habe noch einen Golfkart gefunden, bin hier runtergedonnert. Und hab da doch gerade glatt zwei Mutanten überfahren hier. Versuchen wir mal weiterzufahren. Das wird lustig. So. Ich will fahren. Hallo? Ich will fahren, nicht daneben sitzen. So, hier, das will ich. Ich glaube, es hackt. Dreh mal rum. Aber ohne Scheiß, ich habe die gerade voll überfahren. So, mal gucken, wie weit wir kommen hier mit meinen Fahrkünsten. Ich fahre jetzt einfach im Flussbett. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Ich hoffe, das Ding hat keine Lebenspunkte oder so. Ja. Ja. Weißt Bescheid, ne? Weißt du Bescheid. Aber gut zu wissen, dass man die damit überfahren kann. Dann wissen wir schon, wofür wir das benutzen. Alter, mir wird schlecht. Vorsicht, Baum. Das ist aber auch sehr bescheiden von der Steuerung her, muss ich sagen. Wuhu! So. Ede Fett Golfkart. Du, di, du, di, du. Das stand da vorne. Das haben wir wenigstens hier rausgekriegt. Mal gucken, ob das Ding schwimmen kann. Achtung! Wuhu! Ne? So. Ich glaube, es stellt sich immer wieder von alleine auf. Solange man Batterie hat, fährt das Ding. So. Oder man sitzt auf einem Stein. Hast du gut hingekriegt, Ede. Kann ich es auf Seite schieben? Kann ich. Sehr gut. Scheint federleicht zu sein, wie man sieht hier. Los, geh auf Seite. Ich brauche dich noch. Dankeschön. Oh, dass das immer dauert, bis der sich da reinsetzt. Aber wir scheinen noch festzuhängen. Oder auch nicht. Sehr gut. So, also halten wir fest, um damit am Strand rumzufahren. Okay, aber bloß nicht im Wald. Vergiss es. Oder hier an den Stein. Komm schon, lass mich durch hier. Ich will da rüber. Wir wollen auf den Strand hier. Deswegen ist es so. Oh, guck mal da, da brennt's. Da ist auch schon wieder ein Feuer. Aber wir müssen jetzt erstmal nach Hause kommen. Mann, 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 ey. Und Kelvin rennt uns hinterher. Haha. Das hast du davon. Das hast du davon, Jung. So. Wer kommt denn hier? Kommt hier irgendwer? Nicht, dass ich wüsste. Sehr gut. Alles auf Seite. Bop, 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 bop. Ja, damit. So. Zack. Wie geil, ey. Wie geil. Wir haben den Golfkart. Jetzt erzähl mir nicht, das hängt schon wieder fest. Warum hängt das denn hier schon wieder fest? Los, geh rüber. Dann lass es mal da stehen. Gut geparkt. So. Regale haben wir noch nicht, ne? Er hat natürlich nichts gemacht. Das heißt, wir können das wegräumen. Wir haben eine gute Axt. Wir tun jetzt einfach noch ein bisschen an unserer Butze arbeiten, würde ich sagen. Weil wir haben, was haben wir? 11.30 Uhr. Da geht noch was. Da geht noch was. Weg damit.
Kornellen. Mit der hier müssten wir auch schneller hacken können. So, ich tue jetzt einfach alles fällen hier. Ja, die hackt gut, muss ich sagen. Dankeschön. Gefällt mir. Ja. Vielleicht tut ihr dann irgendwann auch nochmal ein paar Baumstämme da einsammeln. Wir roden auf jeden Fall jetzt erstmal hier den ganzen Wald, der hier steht. Und lesen noch ein paar Kommentare, zum Beispiel von Stefan, der schreibt: Hallo Edel, ich sehe diese Folgen sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Oh, wie geht hier? So, Ausdauer, ich scroll runter, da muss ich auf mehr Anzeigen klicken, zack, zack, wunderbar. So. Sehr gut, weiter geht's. Blätter gesammelt, was für Blätter. Der braucht ja eh, bis er da ist, ne? Ja, da hinten ist er. Ich freue mich schon, wenn wir Virginia haben, wenn die bei uns ist. Haha, das wird lustig. Das wird lustig und das wird schön. So. Übrigens das Leben, was fehlt. Weil ich mal wieder irgendwo einen Hang runtergefallen bin. Ja. Zack. Aber nicht zu viel, ich muss das ja noch alles hier verwursteln. Zum Folgenende, weil sonst ist es ja weg, ne? Ach, du grüne Neune. Ja, Kelvin, trab an, du musst mir helfen. So, Geronimo schreibt Folgendes, und zwar ein fröhliches Hallo an Edo und alle Edenauten. Wieder eine schöne, lustige Folge. Ja, die Kommunikation mit Kelvin ist schwierig. Der Gute ist nicht nur taub, sondern auch stumm und sehr kurzsichtig. Er sieht, er sieht halt keine Bäume in weiter Entfernung. Das zeigt er zwar durch sein Minenspiel, aber das dauert zu lange, um ins Ede Aufmerksamkeitsspanne zu passen. Zur Verdeutlichung akzeptiert er einen Befehl, dann nickt er und fängt an zu sammeln. Wenn er kein Material sieht, schaut er sich um und zuckt die Schultern. Dann folgt er Ede, weil er annimmt, er geht zu der Ressource und wiederholt den Befehl. Ede kann ja mal ein Stammlager in der Nähe des Waldes bauen und Kelvin dann machen lassen. Ja, könnten wir, aber... Ich will die ja hier haben, damit ich kurze Wege habe zum Bauen, ne? Darum geht's ja. Ich will ja nicht da hinten alles voll haben und dann hier, ne? Darum ging's mir halt. So, machen wir das hier erstmal auf die Höhe. So, dass das alles zu ist. Weil so, guck jetzt, bringt ja nichts. Ich kann ja immer nur zwei hier bauen. Obwohl, weißt du, was wir machen können? Wir bauen jetzt so einen Schlitten. Das machen wir. Weil da passen ja mehr drauf, ne? Wo ist das Ding? So, und Klaus schreibt ja auch, cool erklärt, vor allem mit der Ede Aufmerksamkeitsspanne. Die Kerze heißt Kelvin, aber Kevin passt auch irgendwie. Ja, der Kevins, bitte nicht angesprochen fühlen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? So, Holzschlitten, das haben wir alles nicht. Den hier will ich, den einfachen Holzschlitten. Mach mal rein, bitteschön. Haben wir noch welche hier? Offensichtlich nicht. Stöcke sammeln, gib her. Uiuiuiui. So, rein da. Hallo? So, jetzt. Meine Güte. Als wenn das Ding, ja, so fette Baumstämme halten würde. Aber damit können wir schon mal mehr holen. Und müssen nicht immer nur den einen nehmen. Oder die zwei. Drei Stück noch, dein Ernst. Muss ich hier drei Stöcke sammeln? Odin! Wir haben nur überall Feuer, das haben wir. Kelvin findet hier überall Stöcke, ne? Kann er gleich wieder voll machen. Dankeschön. Wo ist der überhaupt? Wir sind immer noch unterwegs. Da hinten ist er, der müsste jetzt gleich kommen. Eieieiei. So, ist da ein Stock? Nein. Das ist eine Flachzange, ne? Das ist eine Flachzange, du. Jetzt fehlen mir wieder drei Stöcke, weißt du? Ja, echt. Weg mit dem Zeug hier. Dankeschön. So. Nehmen wir schon mal zwei wieder mit. Weil wir müssen eh da hinten hin. Wehe, jetzt gleich kommen hier wieder Besucher.
Aber jetzt haben wir eine Taschenlampe. Wir haben eine gute Axt. Das heißt, nächste Folge könnten wir uns vielleicht nochmal in die Höhle wagen und gucken, weiter gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da alles voll war mit irgendwelchen Deppen. Aber ja, ne? Bup und bup. Sehr gut. Mach das hier voll. Fertig. So, hier rein tun. Zwei Stück. Jetzt können wir den hier nehmen. Hui, den kennen wir ja. Ich glaube, da passen 8 Stück drauf. Das ist schon mal mehr, als wenn ich hier immer nur 2 durch die Gegend schleppe. Ne, mit G. Guck mal, hier, bevor der wegschwimmt. Repair. Repair reintun, ne, mit X. Dankeschön. Alter, schiebt der die durch die Gegend. So. Ach, da bist du ja. Na du. Warte. Geben wir ihm jetzt nochmal. Testen wir das doch mal. Baue Hohlstöcke, Felsblöcke, Stämme und fallen lassen. Mhm, mach ich. Kein Problem. Und dann kann er die alle hinschmeißen und ich komme die... Oh, ist schon. Und ich gehe die halt hier mit unserem Schlitten einsammeln und bau da hinten. Mit 8 Stück kommen wir schon mal weiter. Dann geht das Ganze schon mal was schneller, als wenn wir hier immer nur mit 2 hin und her rennen. Ist zwar eine abenteuerliche Konstruktion, aber okay. So, wenn ich hier rausnehmen will, brauche ich eh, ne? Jo. 2 Stück. Perfekt. Guck mal. Ruf da. Ruf da. Ist fertig. Da fehlt auch noch einer. Ja, perfekt. Wieder verkehrt gedrückt. Ede, du Pfosten. Oh, das tut doch weh. 2 dahin. So, jetzt machen wir das hier zu. Ich weiß, sieht ulkig aus, aber wir müssen ja eine Tür bauen. Und dafür müssen wir das so machen. Dann wäre die Front hier nämlich schon mal zu. Das sieht gut aus, gefällt mir. Zip. Einmal los geht's. Sehr gut, sehr gut. So, wen haben wir denn da noch an Kommentaren? 4X schreibt, hi Ede und Edenauten, pick mal die Laptops, die überall rumliegen an. Ja, haben wir gemacht. Genau deswegen habe ich das eben gemacht am Anfang. Ne? Oh, mit Rechtsklick geht das auch, okay. Interessant. Kriegen wir dann die Elektronikteile raus. Ich glaube, die brauchen wir für die Zeitzünderbomben, oder? Ich meine ja. Ich drehe das mal direkt, dann können wir nämlich direkt losdüsen. So, Rechtsklick, dann, Dankeschön, Dankeschön. Gib her. Gib her. Das ist doch mal Service, guck. Das ist Arbeitsteilung hier. Und wenn Virginia später noch dabei ist, dann kriegt die die Knarre und kann hier auf uns aufpassen. So. Rein da, rein da. Ach, er schleppt die hier rüber, okay. Kann er auch gerne machen, kein Problem. Wenn keine mehr da sind, muss er die dann selber fällen, ne? Tschüss. So, weiter geht's. Sehr schön. Ist viel angenehmer mit dem Schlitten, oder? Viel, viel angenehmer, finde ich. Richtig, richtig gut. Ding. 2, bitte. Zack. Und zack. So, und jetzt können wir hier weg damit. Weg damit. Das Bausystem ist so genial. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Wirklich. Einfach nur gut. Was wir mit denen machen, müssen wir mal gucken. Kann ich jetzt hier eine Tür reinmachen? Ja, ne? Genau, guck so. Zack, plupp. Halbe Türe. Ganze Türe. Machen wir Platz hier. So. Gib her, gib her. Aus damit. Alles blockiert hier. Erstmal brauchen wir eine Butze, die hier zu ist. Haben wir schon eine schöne Tür. Ist zwar verkehrt rum hier, ne? Aber da weißt du wenigstens direkt, wo die Tür ist. Das passt, finde ich. Können wir so machen. Oder haben wir die jetzt wirklich verkehrt rum? Ne? Müssen wir gucken. Man kann ja noch einen Schließmechanismus dran machen. Weiß jetzt nicht genau.
ob das so in Ordnung ist oder ob er da sagt, So, jetzt bitte hier. Ja, ist doch schon mal was. So. Auf da, auf da. Rumklettern tun die sowieso überall. Von daher, Uhrzeit ist 14:36. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Geregnet hat es mal wieder nicht. Das ist doof. Aber egal, wir müssen weitermachen, ja? So, wen haben wir danach? Bonbon schreibt, puh, Edel und Edelnauten. Ich finde es immer lustig, dass du dich erschreckst bei der Höhle wegen den Fledermäusen. Ja, da habe ich mich jetzt zweimal richtig erschreckt, ne? Muss man sagen. Oh, den ganzen Scheiß hier weg. 1, 2. Dankeschön. 3, 4. 5, 6. 7, 8. So, bup, bup. Weiter geht's. So. Hängt da immer noch der Koffer drunter? Kann das sein? Du hast Hunger. Haben wir denn noch eine Möwe hier irgendwo? Piep, piep, piep. Wie so vom LKW, das fehlt noch. Ich mache jetzt erstmal hier überall einzeln. So und so. Dann fühle ich mich irgendwie besser. Dankeschön. Rein da und rein da. Wo steckt das denn? Danke und danke. Rein da und rein da. Ha, sehr gut. Danke, danke. Guck mal, passt sogar genau. Ruf da. Ruf da. Wir könnten sogar gucken mit den ganzen Solarpanelen, wenn wir ein Schrägdach machen, ne? Dann können wir die Solarpaneele da drauf machen und ich glaube, dann können wir sogar schon hier, Leg mal hin. So. Können wir da, Elektrik-Trick machen, ne? Sprich, eine Glühbirne, dass wir mehr Licht haben. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, die sind alle weg. Da liegen schon die Baumstämme. Sehr gut. Kelvin, du bist endlich mal dein Geld wert. Fleißiges Jüngchen, ey. Kann ich wegschieben hier. Hallo? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, oh, das gefällt mir. So. Jetzt sieht man schön, wie schnell das geht. Wenn man jetzt zu zweit spielt zum Beispiel, könnte Kelvin hier die Stöcke sammeln, die Baumstämme. Zwei Leute, jeder mit dem Schlitten, fährt immer hin und her und baut das Haus. Dann geht das auch zack, zack, zack. Ne? Wenn man allein ist, dauert das natürlich ein bisschen. Aber geht auch so. Der Ernst schreibt, ich finde Kelvin lustig, aber immerhin, aber andererseits hat er ja ein Kopfproblem, war wieder ein lustiges Video. Ja, man darf auch nicht vergessen, es ist ein Computerspiel, ne? Es ist ja jetzt hier nicht, die Realität. So. Deswegen mache ich hier zum Beispiel auch immer so Witzchen über ihn, ja? In echt ist das natürlich überhaupt nicht witzig. Und Leute, die sowas haben, ja. Ist bestimmt nicht einfach, damit umzugehen. Hier könnten wir vielleicht ein Fenster reinmachen. Schön auf den Strand gucken können. Den Typen, der da aufgespießt hängt. Geht's bestimmt gut. Hier rausgucken. Oh, na, wie ist das Wetter da drüben? Nächstes Mal gehen wir dahin. Wir gucken, was da ist. Brett hier mitnehmen, das geht noch auf den Keks. Weg damit. So. Die Möwen lachen uns auch wieder aus. Passt also. Perfekt. Muss ich nur gucken, wir haben kein, wir haben das nicht ganz gerade gemacht, ne? Wir haben wieder einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt 1, 2, 3 und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Das heißt, die Länge ist mir noch egal, aber hier haben wir halt, kriegen wir das ganz spitz hin? Das ist die Frage. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, ob wir da ein Spitzdach hinkriegen. Alter, guck ihn dir an. Jetzt läuft er aber zur Hochform auf. Er läuft zur Hochform auf. Und wir müssen jetzt gleich was essen, ob wir wollen oder nicht. Weil, wird schon rot, fängt an zu blinken. Nicht mehr gut.
8, dankeschön. Genau, fäll du weiter oder sammel da, mir egal. So. Auf geht's, nächste Fuhre. Ach, geil. Wenigstens doch noch was geschafft hier. Aber wir brauchen da noch viel, ne? Wir müssen ja auch noch die ganzen Palisaden hier drumherum bauen und so. Das wird lustig, Leute. Das wird lustig. Der kommt da drauf, der kommt da drauf. So, wenn ich jetzt hier mache. Weg damit. Das Fenster so reicht, ne? Mehr mache ich nicht. Das reicht als Fenster. Ich habe ja keine Lust, dass da irgendwer reinklettert. Das machen die Säcke nämlich auch. So, also die sind echt schlau. Hier noch? Guck dir das mal an, wie schnell das jetzt geht, ne? Wie schnell das geht, wenn man einen Schlitten hat und einen Kelvin, der Bäume fällt. So, und so. Hier könnten wir vielleicht auch noch was reinmachen. Später können wir das eh noch anders machen. Dann machen wir hier noch einen Gang hin und da hinten noch ein Haus oder so. Mal gucken. Uns fällt schon was ein. So, jetzt brauche ich erstmal den hier. Der ist auf. Mach den mal auf die 4. Jawohl. Ich gucken, dass wir hier irgendwo noch eine Möwe erlegen. Hallo? Kommt da hinten wer? Ich glaube nicht. Da rollen wieder die. Jetzt hauen sie ab. Na toll. Undankbare Viecher. Kommt her. Nee. Gut, hat sich das erledigt. Dann essen wir so ein Rahmending hier oder hier so ein Meal. Erstmal zweimal Pillen haben wir auch. Können wir die eigentlich auch auf eine Dingens legen hier? Können wir. Dann tue ich ihm auf die 5. Du hast Hunger. Wir haben doch gerade was gegessen. Was erzählst du? Komm, eine Fuhre geht noch. Eine Fuhre geht noch. Wir müssen eh mal weitermachen hier mit den Kommentaren. Einen haben wir noch. Einen Kommentar von der lieben Cat. So, gib mal her. Frage mich, ob Ede unter den Crazies lebt oder umgekehrt. Kelvin ist schon eine Nummer für sich und echt lustig. Danke für den Tipp, dass man nichts liegen lassen sollte vor dem Ausloggen. Gerade eben Teil 1 gesehen und bin echt begeistert davon, was man dafür sein Geld bekommt. Ist echt grandios, finde ich. Es ist ein Megaspiel. Mega. Oh, guck mal, Virginia ist wieder da. Hallo. Na, wie geht's? Die haut direkt ab. Keine Angst, der Schlitten will dich nicht fressen. So. Nein, bitte nicht. Mach die aus. Weg mit der Taschenlampe. Weiß ich wieder nicht, wie man die wegtut. Komm schon. Taschenlampe. Kombinieren, ausrüsten. Links. Nee, nichts kombinieren. Ach, guck mal, wir haben noch die hier. Die Experte. Können wir auch noch öffnen. Was da drin? Aha. Stoff. Ich will aber hier. Taschenlampe geht. Ah, wie war das nochmal mit L? Jo, L. L ist Licht. Okay. Sehr gut. Lassen wir sie einfach in Ruhe. Die muss halt erstmal Vertrauen aufbauen. Sechs. Ich weiß noch, als wir in Early Access die erste Staffel gespielt haben. Ich glaube, ich habe sie direkt umgehauen. So, ja, was ist das? Du, dich, dich, weg war sie. Danke, Kelvin. Für die Fuhre. So, langsam wird's dunkel, ne? Jo. Zack. Ist nicht mehr sonderlich hell. Wir können ja mal gucken. Wir können ja so eine Schädellampe bauen. Könnten wir auch mal. Lass mal gucken. So Deko-Zeugs. Da ist ein Pflanzkasten. Müssen wir auch noch machen. Wir müssen uns ja auf den Winter vorbereiten, ne? Stiller Alarm. Oder Torfstolperdraht. Braucht man nicht. So, was haben wir hier? Plattform, Kronleuchter, ein Stuhl. Nein, ich will einfach nur...
Stuhl, eine Couch. Schädeldeckenlampe, okay. Da ist eine Fackel. Kopftrophäen. Nee, runder Tisch. Tisch. Doppelbett, das ist geil. Das brauche ich mir später. So, müssen wir gucken. Die Lampen sind hier. Da brauchen wir ein Seil und einen Schädel für. Eigentlich kein Problem. Andererseits haben wir leider keinen Deckenpfeiler, wo wir das dranhängen können. That's the problem. So, das hier hin. Zack, zack. Hier hin. So. Ich habe übrigens ausgestellt, dass die Verrückten hier dir die Sachen zerlegen, ne? Also ich habe keine Lust, dass die hier das Haus kaputt machen und so. Das muss nicht sein. Deswegen, boah, trinken ist echt wichtig. Wir haben nicht so viel, ne? So viel haben wir nicht. Weg damit, so. Zack, keine Ahnung, wo Kelvin ist. Ich glaube, wir gucken mal, was haben wir? 17:53. Wir speichern mal gerade wieder. An unserem Klimper-die-Bimper-Bett hier. Dankeschön, da hinten haben wir jetzt auch schon den Punkt zum Speichern. Das ist gut. Schlafen wir mal die Nacht. Mal gucken, wer vorbeikommt. Niemand! Ich bin begeistert. Ja, nice. Ach, jetzt stehst du doch hier, oder was? Ich sag mal nix, ne? Ich sag mal nix. Ja, und jetzt? Da guckst du, ne? Wer war das denn? Wer hat den denn hier hingestellt? Ich war es nicht. Soll das eine Drohung sein? Von irgendwem? Hä? Naja, immerhin Knochen. Sehr gut. Du trägst zu viele Schädel. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Gut, ich sag dir, was ich mache. Ich baue jetzt hier noch die Wände fertig. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.